Willkommen zum Profil Videoblog heute mit Sebastian Hofer zum Thema Sigmund Freud, Freud im Team. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Profil den Herrn Freud covert. Man sollte eigentlich annehmen, es sei nun wirklich schon alles bekannt und geschrieben über Sigmund Freud. Dem ist ganz offensichtlich nicht so. Warum? Ist es nicht. Wir hatten das große Glück, bei der Bergung eines Schatzes aktiv dabei zu sein, nämlich Freuds Briefwechsel mit Abraham Brill, einem Kollegen aus den USA, ein sehr wichtiger Wegbereiter der Psychoanalyse in den USA. Die beiden haben über 3 Jahrzehnte hinweg sich Briefe geschrieben und die lagen bis dato unbeachtet im Archiv der Library of Congress in Washington. Unbeachtet? Wie kann das sein bei jemandem wie Sigmund Freud? Sigmund Freud hat Zeit seines Lebens ungefähr, man schätzt, 20.000 Briefe verfasst. Das ist natürlich ein doch enormes Konvolut. Die Briefwechsel mit den prominentesten Mitstreitern und später dann teilweise auch Konkurrenten wurden natürlich schon gesichtet und zum Teil veröffentlicht, auch mit Anna Freud zum Beispiel. Aber was diesen Briefwechsel betrifft, der eben bis dato im Archiv lag und von einem Salzburger Forscher Ernst Falzeder in Handarbeit transkribiert wurde. Das saß ein Jahr buchstäblich in der Bücherei und hat die Briefe abgeschrieben. Was diesen Briefwechsel jetzt auszeichnet, ist, dass er über seinen langen Zeitraum kontinuierlich läuft, weil viele frühe Mitstreiter wurden, wie gesagt, zu Konkurrenten. Da ist dann auch der Kontakt dann eher nur mehr über öffentliche Beschimpfungen gelaufen. Die beiden fühlten sich sehr nahe, Freud sprach von einer Art Seelenverwandtschaft, die ihn mit Brill verband. Und dementsprechend intim ist auch dieser Austausch. Also es wirft tatsächlich neue Blicke, relativ unbekannte, auf Freud als Arzt, als Familienvater, als natürlich jetzt auch Marketingbeauftragter der eigenen Schule. Müssen wir das Freud-Bild zum Teil sogar revidieren? Insofern vielleicht, als Freud natürlich sein Image nach außen hin zu Lebzeiten sehr, sehr bewusst gesteuert hat und seine Allmacht in Sachen der Psychoanalyse in den Vordergrund gestellt hat. Und in diesen Briefen zeigt er wohl auch so Schwächen, also und gibt sie auch zu und schreibt Brill dann, welche Qual es wäre, 6 bis 8 Stunden täglich Gott spielen zu müssen für seine Patienten, die natürlich diesen Vertrauensvorschuss mitbrachten und dann die Abendstunden mit Forschung und eben auch Briefkorrespondenz zu bestreiten. Also diese Sicht ist schon sehr, sehr spannend. Ja. Vielen Dank, Sebastian Hofer. Wir wünschen anregende Profillektüre und angenehme Woche.